Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Rogue Company. Heute gehen wir wieder in eine Runde Strikeout rein auf dem Bergschloss Omega. So, und das tun wir heute mit... Wen nehmen wir denn heute? Ich habe noch ein paar Skins, die ich zeigen kann. Ich denke, ich will die Battle Pass Skins am spätesten zeigen, weil die wirklich cool sind. Dementsprechend denke ich, wir gehen heute in die Runde mit... Ronin. Ja. Das ist sie, so sieht sie aus. Vergoldeter Diamant Ronin. Wir haben noch keine Ahnung, wie die Jacke von hinten aussieht. Ronin hat ja hinten auf der Jacke immer so ein, irgend so ein Symbol drauf. Beim Standard Ronin Skin müsste das, denke ich, das Rogue Company Logo sein. Und bei den anderen Skin Variationen, die sie halt so hat, sind das halt auch unterschiedliche Dinge. Sie hat so eine Kikuma-Jacke, das ist der gelbe Skin. Sie hat die Speed Demon-Jacke mit dem Speed Demon-Logo, was auch super cool aussieht. Und ja, das hier ist der vergoldete Diamant-Skin. Ich nehme an, da ist hinten auch das normale Rogue Company-Logo, auch wie beim Standard-Skin auch. Ach, sieht man allerdings nicht wegen dem Hoverboard. Ja. Enemy spotted. Weapons hot. Ist aber auch ein guter Skin. Mir gefällt es, dass sie sich hier mit dem Gold wirklich stark zurückgehalten haben. Hier und da ein paar Akzente und die Hose an der Seite. An den Seiten. Und unterhalb die Schuhe sind, denke ich, auch golden. Hi. Und so, ja, sonst ist nicht allzu viel Gold dran. Gefällt mir sehr, sehr gut. Ja. Und ja, hier hinten das Logo natürlich. Vom klassischen Ronin-Skin. Verschwindet mein altes Messer eigentlich, wenn ich ein neues setze? Müsste ja eigentlich. Nee? Oh, das ist interessant. Dima. Gut. Messer. Nice. War noch einer. Waren sogar zwei. Ach, komm schon. War das nicht gut. Ist gar nicht gut. Oh. Lol. Schon vorbei. Okay. Boah, aber dass das Ronin-Messer stecken oder weiter existiert, nachdem ich ein zweites geworfen habe, das ist nicht gut. Das ist wirklich nicht gut.
könnte man theoretisch... Ah, stellt euch vor, man könnte so ähnlich wie in Valorant sagen, ja, man geht in eine private Lobby, man erstellt eine private Lobby und dann geht man in die Runde rein. Und kann sagen, hey, ich spiele mit meinen Freunden, wir haben Spaß. Dann machen wir es so. Wir schalten ein, dass man unendlich Fähigkeiten nutzen kann. Und dann könnte man so einen Minenparcours mit Ronins Messern bauen. Oder so einmal die komplette Karte mit Ronin-Messern voll klatschen. Shit, ja, falsche Seite. Und wo sind schon wieder meine Leute? Die laufen in der Weltgeschichte rum, anstatt dass sie zu dem Punkt gehen. Das tut weh. Das tut wirklich weh, sowas zu sehen. Gerade sagen, irgendwo muss noch alles sein. Hol? Woran ist der jetzt gestorben? Ist der runtergesprungen? Ah, oh, nein. Granaten sind auch so nutzlos geworden. Oder waren die überhaupt schon mal nützlich? Eigentlich ja nicht. Ich kann mich nicht erinnern, dass irgendjemand, der ernsthaft Broke Company gespielt hat, jemals die Rauchgranaten verwendet hat. Ah, nicht gut. Ja, wobei... gibt Schlimmeres. Zack. Und fast den Punkt alleine gecleared. Let's go. Ah, wenn die Nate ein bisschen mehr Schaden gemacht hätte. Wenn die Granate ein bisschen mehr Wumms gehabt hätte. Oh, das wär's gewesen. Das wär's gewesen. Nicht gut. Riptide.
Switchblade gerippt. Switchblade hat noch nicht standardmäßig gerippt. Hi. Switchblade hat die hier Saints Waffe, die Mark IV. Im Ernst? Ach, komm. Nur 77 Schaden. Granaten sind auch nicht mehr das, was sie früher mal waren. Er war immer noch da. Er hat einfach in der Ecke gechillt und gewartet. So was habe ich mir irgendwie gedacht. Bitte. Oh, das war das zweite Messer. Messer bleiben leben. Die existieren weiter. Das ist nicht gut. Das sollte nicht so sein. So, wo ist jetzt Ronin? Wo ist Ronin? Ich höre keine Schritte. Schade. Aber ja, das war der vergoldete Diamant Ronin Skin. Und den finde ich gut. Das ist durchaus einer der besseren vergoldeter Diamant Skins. Hier. Nicht so mit diesem Gold überfüllt. Gut. Dann würde ich sagen, danke fürs wieder mit dabei sein und schaltet auch gerne beim nächsten Mal wieder ein. Ciao.